war da echt Waffenruhe in Donbass. Ganze 3 Tage. Dafür kriegt Tante Angela bestimmt den Friedensnobelpreis. Aber mussten da alle gleich wieder zu schießen anfangen? Geht ja nicht. Dass man da länger aufhört. Die einen wollten doch nur noch dies erobern, die anderen wollten halt nur noch das beschießen. So als ob sie alle von der Waffenruhe nicht richtig fertig geworden wären. Dabei hieß es ja vorher erst Sonntag, 0 Uhr wird nimmer geschossen. Geht ja gar nicht, dass man da gleich zu kämpfen aufhört. Muss man sich erstmal geistig darauf einstellen, dass man bald kurz keine Leute umbringen darf. Kann ich mir an der Front richtig gut vorstellen. Hey Sascha, meinst du, ich kann noch ein paar Granaten auf die Schweine rüberhauen? Du weißt ja, Waffenstillstand und so. Mensch, Moscha, ist doch erst 23.57 Uhr. Hau rein, jetzt aber Dalli Dalli, sonst musst du wieder 3 Tage warten. Ja, das ist echt der ganz normale Wahnsinn. Krieg. Auch hätte man schon vor der Waffenruhe echt das Gefühl, da muss noch schnell ganz viel Zeug verschossen werden. Vielleicht wegen dem Haltbarkeitsdatum. Die Waffenruhe hätte ja schon länger dauern können. Nicht, dass die Granaten noch schlecht werden. Wäre ja schade drum, was die so kosten. Die Rebellen können ja in Russland schnell Nachschub besorgen. Aber die Regierung? Hey, die müssen sich das Zeug extra aus England und Amerika schenken lassen oder teuer von europäischen Steuergeldern einkaufen. Aber dann schlug es Mitternacht. Geisterstunde. Wahrscheinlich die ungruseligste Geisterstunde nach den gruseligsten Geistermonaten aller Zeiten. Denn erstmal hörten echt alle auf zu schießen und das kam den Leuten außenrum schon fast unwirklich vor. So richtig wirklich war es leider auch nicht. Es war ein kurzes Glück für die Leute, die da noch leben müssen. Bei den Regierungstruppen hatten sich die Leute mit merkwürdigen Abzeichen und merkwürdigen Fahnen schon vorher beschwert, dass das eigentlich gar nicht in ihrem Sinne ist. So ohne Schießen. Und von den Hinterleuten des Schokokönigs waren auch gleich welche nicht zufrieden. Mensch, gerade sind frische Panzer aus England gekommen. Die hätte man jetzt erst ausprobieren können und dann machen die in Minsk so Zeug. Wofür hüpfen denn so viele US-Ausbilder im Land herum, wenn ihre Schüler im Osten gar kein Praktikum machen können? Aber die hatten alle Glück. Denn bei den Rebellen gefiel vielen das Nichtschießen auch nicht. Gerade war man in Debaltseve so schön am Gewinnen. Und da pfeifen die Schiris von Minsk aus ab. Das geht ja wohl echt nicht. Unentschieden trotz Glücksträhne am Ende? Das kann doch nicht sein. Da gehen wir in die Verlängerung und nehmen noch schnell ein Städtchen ein. Zum Glück haben die Ukrainer auch gerade Raketen und Granaten abgeschossen. Da war man nicht alleine der Böse. Außer in der Tagesschau natürlich, da gibt es nur einen Bösen. Aber in echt sind sie immer 2. Ich werde euch über diese traurige Sache auf dem Laufenden halten. Wenn euch das gefällt, lasst einen Kommentar da. Oder so einen Daumen nach oben. Und teilen kann man meine Filme auf der eigenen Seite auch. Ciao, bis zum nächsten Mal.